vorne sein. Wir warten schon lange darauf, dich endlich zu treffen. Ich bin Catherine und das ist Diana. Wir sind die Frauen der beiden Holzköpfe, die Bäume fällen. Ach, wie nett. Die Jungs haben so viel von dir erzählt. Schön, dass wir dich endlich kennenlernen. Ist mir ein Vergnügen. Wir sprachen gerade darüber, wie schön diese Gegend ist. Hier am Fluss und niemand lebt stromaufwärts. Ganz ehrlich, Godfreys Brief machte mich misstrauisch. Aber jetzt, wo ich hier bin, muss ich sagen, ich bin froh. Vorher lebten wir nördlich von Champlain in einem Wirrwarr aus Felsen und Brombeeren. Schrecklich. Es ist schön, zur Abwechslung mal auf den Hügel und ins Meer gehen zu können. Eure Männer halten euch auf Trab. Damit kommen wir schon klar, Connor. Die Jungs glauben, sie hätten die Hosen an, aber die wahren Herren stehen gerade vor dir. Ohne Zweifel. Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Sword Assassin's Creed 3. Ja, ich dachte mir, wir fangen mal mit einem kleinen netten Gespräch an. So, da haben wir jetzt sozusagen die zwei Frauen kennengelernt von unseren Holzwürmern. Und ja, was machen wir? Wir gehen jetzt zu unserer Mission hin. Sozusagen. Versuchen auf dem Weg nicht nass zu werden. Und versuchen auf dem Weg dahin nicht nass zu werden. Ja, das war schon... Oh Mann, war ich gut. Nein. Vollkommen okay. Ja, was habe ich getan? Ich war sehr fleißig. Ich habe in der Zwischenzeit... Oh, wie ihr schon seht, ist das Schiff fertig. Ich hatte in der Zwischenzeit jede Menge Sachen eingesammelt. Habe hier in unserer Startgebiet... Nein, nicht Startgebiet, sagen wir es mal... Heimatgebiet hier, ja, in unserem Gebiet. Hier alle Sachen eingesammelt, die ich bisher finden konnte. Ich habe im Grenzland auch ein wenig gejagt, Sachen eingesammelt und so weiter. Und ja, jetzt ist eigentlich soweit, dass wir zu unserer Mission können. Ich könnte natürlich auch noch einmal vorher nach Boston hätte ich gehen können, aber da kommen wir früh oder später so oder so rein mit Connor. Und da kann man ruhig das später machen, weil die Sachen zu sammeln, das mache ich dann irgendwann mal später. Aber jetzt war es erstmal wichtig, halt hier für mich so ein bisschen noch zu erkunden, die Sachen nochmal einzusammeln und ja, jetzt sozusagen vorzubereiten für die Mission hier. Wie gesagt, habe wirklich einiges an Tiere gesammelt. Und naja, jetzt gehen wir sozusagen zu unserem Schiff hin, was endlich zum Vordermann gebracht worden ist. Mal gucken, was der Kapitän so sagt. Okay, ein Moment, dann starte. Okay. Den muss mit Kanonen und den entsprechenden Kanonenmeister ausgestattet werden, diese Marine-Mission starten. Ja, dann starten wir diese Marine-Mission. Komm an Bord und weide deine Augen, Bursche! Schönes Boot. Nein, nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Okay, was schmeißen wir denn da ins Wasser? Sie ist... solide. Hey, schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehligen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mach noch einen Seefahrer aus dir. Ah, ja. Holt das Graussegelein ab in die Wanten und nicht einschlafen. Na los, Männer, bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt. Okay, naja, ob sich Connor da wohlfühlt, ist wieder so eine andere Sache. Aber mal schauen. Ostküste
1773. Gut. Ah ja, das... Man hört schon das Gesinge, jetzt schon. Sehr schön. Okay, also wir haben schon mal keine Bewaffnung. Los, Junge, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Zum Ruder gehen und E drücken. Machen wir. Na komm, nachschauen. Sie weiß nicht. Noch nicht. Jetzt bist du mit ihr verbunden. Fühle in sie hinein. Sie wartet. Rufst du... Halbes Segel! Ja. Ah, die Akia fliegt wieder. Fühlst du es, Junge? Cool. Ja, es macht setze echt Kurs Spaß. Auf Martha's Vineyard. Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Sie ist ein wendiges Schiff, doch je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie. Und unser Fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze volle Segel, wenn du magst. Okay. Gib mir alles. Alles setzen! Volle Segel! Hallo, mein Schiffer. Der Wind dreht sich bald. Sei wachsam, Connor. Böige Winde sind schwer zu meistern. Kein Segel! Anhalten! Kein Segel! Halbes Segel! Halbes Segel, Männer! Aber wir müssen ja irgendwie vorankommen. So. Los, volle Segel! Volle Segel! Holt euch den Wind! Jetzt! Bring uns durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Und willst du schnell wenden, setze halbe Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Jawohl, mein Alter. Segel! Alles, volle Segel! Kein Schaden erleiden, okay. Probieren wir's. Im Moment sieht's halt noch ganz gut aus, also, ja. Pass auf die Schiffe auf! Bleib auf Kurs, um dein Wegerecht zu behalten. Runter auf halbes Segel! Halbes Segel! Ah ja, da wird schon gesungen. Oh, die haben sogar Flötenspieler. Guck mal, da drüben ist ein gestrandetes Schiff. Ja, ja. Kreuzwinde! Weniger Knoten! Halbes Segel! Halbes Segel! So. Wir brauchen mehr Fahrt! Jeder volle Segel! Volle Segel! Ah, sieht doch schon mal ganz gut aus. Wie es hier läuft. Na, ist auch wo. Ja. Läuft wunderbar. Da rein müssen wir, okay. Halt auf halbes Segel! Wir sind bald da. Na, haben wir doch schon mal ganz gut gemacht. So. Na? Weniger Fahrt, Segel streichern! Sofort Segel einholen! Anker werfen! Wunderbar, geschafft. Wir gehen an Land, Kanonen und Offiziere. Na wunderbar, haben wir es doch geschafft. So. Hallo, Miss Mandy. Noch immer so hinreißend, wie ich dich in Erinnerung habe. Stimmt das? Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vineyard, um mir Komplimente zu machen? Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Auch schön, dich zu sehen. Okay. Robert Faulkner.
Wo zur Hölle hast du gesteckt, hm? Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer. Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Gut gesagt. Die Akia ist ein feines Schiff. Wir stoppen sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung. Wo ist Charles Lee? Mir gefällt dein Tonfall nicht, Bursche. Oh, das solltest du dir überlegen, bitte. Bobby Faulkner spielt jetzt die Amme. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf See nichts taugst. Wow, wow, wow. Sowas gibt es hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Bobby, nimm deine Freunde und verschwinde. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los! Okay. Ah ja, jetzt haben wir ordentlich, Kanonenpower. Na gut, dann mal hoch zum Captain wieder. Guter Wind heute, Captain! Okay. Was zum Teufel sollte das dann? Der ältere Mann ist ein Templer. Wer war da bei ihm? Ein Templer? Der Jungspund war Nicholas Biddle. Ein Niemand, segelt vor dem Mast. Ein Seekadett der Krone. Sind die Kanonen bereit? Ei, aber wir sollten nichts überstürzen. Wir finden ein passendes Ziel und zeigen dir, wie es geht. Wir okay. haben eine bescheidene Menge Kanonen an Bord, aber sei versichert. Wir haben Platz für weitere, falls du sie brauchen solltest. Okay. Halbes Segel! Sieht aus wie eine abgetakelte britische Fregatte. Die sollte reichen für erste Zielübungen. Bringen Sie auf unsere Breitseite. Holt alle Segel ein! Alle Kanonen im Ziel sind, rufst du Feuer. Okay. Erst und auf mein Zeichen! Breitseite abgeben! Gut gemacht, Junge! Jetzt alle Kanonen geladen. Auf den Bug und größtmöglichen Schaden anrichten! Bereit zum Feuern! Und Feuer! Feuer. Ah. Hat noch Pulver geladen! Gut! Jetzt probier mal die Drehbassen, sind genauer! Triff die alten Pulverfässer und jag sie in die Luft! Das wird ein Mordspaß, genau. Bereit! Cool. Nicht für ein Frischling, Captain. Du lernst aber schnell. Wenn mich etwas interessiert. Wir finden Geschmack an der offenen See. Hm? Wir machen noch einen echten Seebären aus dir. Aber jetzt sollten wir zurück. Der alte Mann wird mir sonst noch das Fell über die Ohren ziehen. Kann ich verstehen. Halbes Segel setzen! Gib mir halbes Segel! Nein, volles Segel. So. Oder kriegen wir hier gleich Besuch? Kanonenboote kommen! Jonah! Captain! Warum schießen die auf mich? Beschädigen, den königlichen Frieden steuern, suchst dir aus. Was sollen wir tun? Wir können nichts tun, als uns zu wehren. Versetz den Bastard! Ich brauche volle Segel! Yeah. Englische Fregatte! Ich erkläre noch eine. Worum alles in der Welt kommt die denn her? Runter! Runter! Feuer frei!
Okay. Hartsegel! Hartsegel! Halbes Segel! Halbes Segel! Jetzt hier runter auf halbes Segel! Feuer! Feuer! Und Feuer! Der Ruder ist hin! Notan! Halbes Segel! Nachladen! Gebt mir halbes Segel! Halbes Segel! Bereit machen, Jungs! Riesige Feuer! Volles Segel! Wir alles! Volles ja! Segel. Okay, schnell drehen. Volles Segel! Setz volle Segel! Die feiern auf uns! Okay. Wir drehen. Weniger Segel! Weniger Segel! Volle Segel! Breitseite abgeben! Yeah! Ja, schön. Weitermachen, Matrose. Nicht schlecht für deine erste Fahrt, was, Bursche? Oh ja. Jetzt aber schnell zurück, oder der alte Mann reißt mir noch den Kopf ab. Puh, das war nochmal was. Keine Ahnung, was ich jetzt daran falsch gemacht habe. Ja, warum das jetzt nicht so... mein Stuhl. Alles nicht so ganz synchron war. Naja, egal. Nicht so schlimm. So. Das heißt, wir können das Schiff auch noch mit mehr Kanonen ausstatten. Cool. So soll's sein. Ich hab sie. Hab sie alle. Bring mir, was ich will. Und ich geb sie dir. Ganz einfach. Du hast ein Schiff. Du könntest sie alle finden. Wer ist dieser Mann? Wer? Nun, der alte Seebär spricht ständig von irgendwelchen Briefen von Captain Kidd. Völliger Unfug, aber er tut keinem was, also lassen wir ihn. Sprich mit ihm, wenn du magst. Doch Vorsicht, er kaut dir ein Ohr ab. Wie auch immer, die Akia steht bereit. Wenn es dich wieder aufs Meer hinauszieht, warten wir auf dich. Nun bitte ich dich, geh wieder auf den Hügel, bevor der alte Mann wegen mir den Ruhestand beendet. Ja, ja. Wochen. Und du hast dich nicht einmal verabschiedet. 11 Wochen? Wow. Und? Worauf wartest du noch? Zieh das an. Wirklich? Einst vor langer Zeit gab es eine Zeremonie für solche Anlässe. Aber ich glaube, wir beide sind nicht der Typ für so etwas. Du hast Werkzeug und Ausbildung. Du hast Aufgaben und Ziele. Und nun hast du einen Titel. Willkommen in der Bruderschaft, Connor. Erinnerung 5 beendet. Okay, das war's. Jetzt sind wir offiziell ein Assassiner. Oh ja. Oh. Cool. Willkommen zurück, Desmond. Du wirst froh sein, dass es endlich mal gute Neuigkeiten gibt. Ja? Es ist mir gelungen, eine Energiequelle zu finden und sie ist nicht weit weg. Lust auf einen Trip nach Manhattan? Ist es denn auch sicher? Abstergo wird doch bestimmt nach uns suchen. Nichts ist sicher. Wir können aber auch nicht hier rumsitzen und auf Glück hoffen, oder? Wir brauchen die Energie. Außerdem wirst du unsere Aktionen schon verschleiern.
Vielleicht. Die Templer haben ja Zugang zu allen möglichen Satelliten und Kamerasystemen. Wir müssen unsere Digitalsignatur irgendwie verbergen. Den Van kann ich vermutlich auch tarnen. Nur für uns kann ich nichts tun. Das ist doch einfach. Ah ja. Das ist doch einfach. Genau, Kapuzenshirt. Versicherten die örtlichen Versorgungsunternehmen, dass sie auf die bevorstehenden Sonneneruptionen gut vorbereitet sind. Die zu erwartenden Ausfallzeiten bezeichneten sie als minimal. Tja, wenn die wüssten. Was ist das? Eine ferngesteuerte Kamera. Sie versorgt uns mit Bildern, wenn du auf einer Mission bist. Und das ist unsere Sprechverbindung. Wir sind fast da, also hör zu. Das Artefakt ist in einem Penthouse-Büro in Lower Manhattan. Um diese Uhrzeit würde jede Art des direkten Zutritts bemerkt werden. Ich glaube, wir haben bessere Chancen, wenn du von oben kommst. Wie von oben? Im Fallschirm. Okay. Hörst du mich? Test, Test. 1, 2, 3. Ja, verstehe dich gut. Aktivier doch mal die Kamera. Okay. Ich habe ein Bild. Die Diagnose läuft. Perfekt. Ich habe ein schönes, starkes Signal. Nur als Warnung. Von jetzt an hast du keinen Zugang zum Aufzug. Du musst auf die altmodische Art nach oben. Klettern. Naja, das kriegen wir hin, das Klettern. Oh! Beinahe runtergefallen. Ich gehe mal einfach davon aus, dass wir erstmal hier so lang müssen. Schon. Leck mich. Ihr meint das ernsthaft, dass ich darüber springen soll jetzt? Oh Gott, oh Gott. Ich kann auch keinen Doppelsprung machen, okay. Ach, das ist eine Luke. So. Ja, klar. Boah, ich... Ja, okay, gut. Nur mal so nehmen... Nur mal so nebenbei. Oder nicht ganz so positiv. Ja. Ein falscher Schritt und du bist effektiv brei. Ja, danke. Das wollte ich hören. Also. Ja.
Hier entlang? Ja, okay. Okay. Ja, okay, noch weiter geradeaus. Uff. Gleich hast du's, Desmond. Da oben auf dem beleuchteten Kran solltest du hoch genug sein für den Sprung. Solltest? Das klappt schon, keine Angst. Naja, ein bisschen Angst wäre schon angebracht. Sicher war sie high, als sie das berechnet hat. Sean! Ein Witz! Das war ein Witz! Oder nicht? Also ich find's nicht lustig, gerade. Das A für Abstergo. Ah ja, so ungefähr. Oder A für Assassiner. Okay. Also, ist ja schon... Ja. Spring, wenn du bereit bist, aber öffne den Schirm erst auf mein Signal. Das Timing ist hier sehr wichtig. Triffst du es nicht, verfehlst du das Gebäude. Also jetzt mal ehrlich. Ein cooler Ausblick ist es schon, ja. Okay, dann... Ja. Ja, super! Boah, jetzt wollte ich gerade sagen, er klemmt. Ding hätte ich irgendwo in die Ecke gefeuert, damit das keiner sieht. Den Schirm. Aha, da ist der drinne. Das war nicht übel. So, du bist also Desmond. Oh. Ich hatte etwas anderes erwartet. Aber ich schätze, dein Verein hat heutzutage wenig Optionen. Wer bist du? Frag deinen Vater. Jetzt gib mir das! Wohl kaum. Pass auf. Ich soll dich zwar nicht umbringen, aber der Boss hat nichts davon gesagt, dass ich dir nicht wehtun darf. Also ich zähle jetzt bis... Ah! Ja, yeah, okay. Wer zum Teufel ist Daniel Cross? Glaub es oder nicht, er war mal ein Assassine. Der Assassine, so wird es erzählt. Allerdings war er ein Doppelagent, programmiert von Abstergo, um den Orden zu infiltrieren und zu zerstören. Woher wusste er, dass du kommst? Wir könnten aufgeflogen sein. Die müssen gemerkt haben, dass ich ihr Netzwerk hacke und haben Cross geschickt, um nachzusehen. Wenn die wüssten, wo wir sind, wäre es uns bekannt. Aber ich muss sagen, das ist kein gutes Zeichen für künftige Ausflüge. Ich habe da oben Kameras aufgebaut. Wenn jemand kommt, sehen wir es. Ich schlage vor, du suchst einen Anschluss für die Energiequelle. Oder wir gehen zurück zu Connor, wenn du willst. Alle Artefakte der Welt sind nutzlos ohne den Schlüssel. Na gut. Dann verabschieden wir uns erstmal hier, ja. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Und dann suchen wir sozusagen die nächste Energiequelle, also wo wir sie hier reinstecken können, ja. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend und erstmal alles Gute und ciao, ciao euch.